Die Besten der Besten. Mit reinster Körperbeherrschung, Eleganz und Vielseitigkeit messen sich die Top-Talente des Rhönradturns bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Das ist irgendwie auch eine Ehre, hier zu sein. Vor allem muss man sich ja mehrmals qualifizieren. Ich bin halt eher mit dem Motto hergekommen, für mich selber ein gutes Ziel zu erreichen und so eher dabei zu sein. Und das ist das, was zählt. Gastgeber ist die Berliner Turnerschaft, die für ein umfangreiches Wettkampfprogramm beste Bedingungen geschaffen hat. Wir freuen uns sehr. Wir haben dieses Jahr 160 Jahre Berliner Turnerschaft. Das war einer der Gründe, warum wir das machen wollten. Und freuen uns sehr, dass das so gut funktioniert hat. Denn die Juniorinnen und Junioren der Altersklasse 15 bis 18 treten zuerst im Mehrkampf an. Hierbei stellen sie ihr Können im Geradeturnen, in der Spirale und im Sprung unter Beweis. Einer davon ist Jamal Kiel vom TSC Strausberg, welcher gleich dreimal die Tagesbestwerte in seiner Altersklasse markiert und sich damit deutscher Jugendmeister nennen darf. Für mich hat das eine sehr hohe Bedeutung, weil das also eine Qualifikation für die WM ist. Also wer hier gut ist, kann auch zur WM kommen und kann auf ein WM-Level touren. Ein Highlight jagt das nächste. Denn die drei Besten der Altersklasse 15-16 sowie die vier Besten der Altersklasse 17-18 qualifizieren sich für die Finals. Dort können die Karten neu gemischt werden. Immerhin wird jede Disziplin einzeln gewertet. Zur erfolgreichsten Sportlerin dieser deutschen Jugendmeisterschaften krönt sich Ella Köhler vom TSV Bayer 04 Leverkusen. Schon im Mehrkampf lässt sie ihren Konkurrentinnen nicht den Hauch einer Chance. Und bei den Finals erst recht nicht. Sie zeigt ihr maximales Potenzial und wie, denn es regnet Gold im Geradeturnen, in der Spirale und im Sprung. Was für eine Glanzleistung! Es ist aber jedes Mal wieder ein neuer Erfolg, wo man sich auf jeden Fall drüber freut. Und ich bin eine Person, ich bin immer sehr nervös und bin dann immer sehr erleichtert, wenn alles so klappt, wie man es möchte. Während sich viele der Rhönrad-TurnerInnen für die Nationalmannschaft empfehlen, geht es unter anderem für Ella Köhler, Jamal Kiel und Sophie Julius in weniger als 3 Wochen in die USA. Denn sie werden Deutschland bei der Team-Weltmeisterschaft vertreten. Für das deutsche Nationalteam zu starten, ist für mich eine besonders große Ehre. Weil es auch einfach so ein Titel ist, den man gerne hört. Weil, also fürs deutsche Nationalteam, dann ist man ja schon relativ gut in Deutschland. Mit reinster Körperbeherrschung, Eleganz und Vielseitigkeit brachten die Besten der Besten bei den deutschen Jugendmeisterschaften jeden Liebhaber der Rhönrad-Szene zum Strahlen.